Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur Projektarbeit, die wir jetzt in unserem Seminar Wissenschaftskommunikation 2.0 angehen wollen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen ausführlich mit dem YouTube-Kanal MyLab beschäftigen. Den kennen Sie bestimmt, ist eines der aktuell erfolgreichsten Wissenschaftskommunikationsformate überhaupt und eben insbesondere auf YouTube. Und es soll uns vor allem gehen, passend zum Gesamtthema unseres Seminars, zu diesem Video. Corona geht gerade erst los, Anfang April online gegangen. Sie sehen unfassbare 6,2 Millionen Aufrufe, also wahnsinnig populär. Und ist eben auch aus einer linguistischen Perspektive sehr interessant. Schauen wir uns auch mal die Anzahl der Kommentare an. 49.122 Kommentare Stand heute. Auch das sind natürlich ganz tolle Daten, weil wir hier also nicht nur sehen können, wie Wissenschaft vermittelt wird von einer professionellen Wissenschaftskommunikatorin, sondern auch, welche Resonanzen das Ganze beim Publikum hat und wie diese Resonanzen sich in diesem besonderen Interaktionsraum der YouTube-Kommentare ausgestalten. Und zur Wissenschaftskommunikation auf YouTube gibt es seit neuerer Zeit so ein bisschen Literatur. Ein ganz neuer Aufsatz ist von Hans-Jürgen Bucher, der zunächst mal festhält, die von der Reichweite her wichtigste Plattform der Wissenschaftskommunikation im Internet ist YouTube. Es gibt ja auch noch andere, ne? Es gibt Blogs, wir hatten uns mit Twitter beschäftigt, aber wenn wir nur von der Reichweite ausgehen, dann ist YouTube sozusagen das entscheidende Medium hier. Bucher hat selber dazu ein Projekt gemacht, was gerade im Abschluss begriffen ist. Da haben sie zunächst mal festgestellt, dass es vier Typen von YouTube-Videos im Bereich Wissenschaftskommunikation gibt. Zunächst mal ExpertInnen-Filme. Das ist so zu verstehen, dass hier einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler porträtiert werden in ihrer Forschungsarbeit. Es gibt narrative Erklärfilme, die im Prinzip so funktionieren wie auch die Filme von der Kreisbildstelle, die Sie in der Schule vielleicht noch manchmal gesehen haben. Dann geht es um Animationsfilme. Dazu haben wir uns auch schon im Seminar 1 angeschaut. Dieses Coronavirus einfach erklärt Video und schließlich Präsentationsfilme, wo also ein einzelner Sprecher, eine einzelne Sprecherin, die auch immer wieder auftaucht mit solchen Kanalformaten, dann zu wechselnden Themen jeweils so eine Art Vortrag hält. Und das ist vor allem das, wozu MyLab zu zählen wäre. Das ist ja diese Anchor Person, die immer wieder im Mittelpunkt steht und die eben durch verschiedene Themen dann durchführt. Aber es werden auch noch viele andere Dinge oder es werden andere Dinge, andere Typen hier mit kombiniert. Es hat eben auch teilweise was von narrativen Erklärfilmen und auch Animationen finden wir ab und zu. Bucher hat auch festgehalten in seinem Aufsatz, dass sich das Internet, gerade die sozialen Medien, dafür eignet, dass hier verschiedenste Typen von Diskursformaten eben sich vermengen. Epistemische, sprich rein wissensvermittelnde Diskursformate werden hier kombiniert mit emotionalisierten und auch identitätsorientierten Diskursformaten und beides ist, denke ich, bei MyLab der Fall. Es ist eben diese sehr charismatische Persönlichkeit, an der auch wirklich viel hängt vom Format und wir finden auch bestimmte Emotionalisierungsstrategien, die ganz typisch sind für diese Art von Wissenschaftsvermittlung. Das als ein bisschen Hintergrund und jetzt möchte ich ganz kurz die Themen vorstellen, die ich Ihnen zur Auswahl vorschlagen möchte, die Sie in Ihrer Projektarbeit angehen können. Zunächst mal, dass wir uns Vermittlungsstrategien und Verständlichkeit anschauen, mehr oder weniger in direkter Fortsetzung zu dem, was wir bisher schon im Seminar gemacht haben, was wir schon untersucht haben an anderen Textsorten, kann man natürlich auch hier sich nochmals im Besonderen anschauen und da gibt es auch tatsächlich interessante Dinge zu beobachten, zum Beispiel, wie werden Fachwörter eigentlich erklärt. Dann wollen wir uns beschäftigen mit, oder fände ich schön, wenn wir uns beschäftigen mit Formen der Emotionalisierung
Auch dazu gibt es Forschung, jede Menge, speziell auch zum Thema YouTube, wenn auch nicht zu Wissenschafts-YouTube. Aber natürlich ist dieses Video, weil es ja auch so was Aufrüttelndes hat, auch auf vielfachen Ebenen emotionalisiert, sprachlich, aber auch gestisch, mimisch und so weiter. Interessant ist auch, wie das Publikum adressiert wird, im Gegensatz zu herkömmlichen Wissenschaftssendungen. Pflegt Mai einen viel, viel engeren Kontakt zum Publikum, der fast so eine Art freundschaftliche Vertrautheit manchmal suggeriert. Also es wird eine große Nähe zum Publikum suggeriert. Und interessant ist ja, dass sie natürlich alleine in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Studio in die Kamera spricht, aber trotzdem so tut, als oder es schafft so eine Stimmung zu erzeugen, dass man sich irgendwie nah beieinander fühlt. Und da gibt es auch Forschung zu, wie gesagt. Und das wäre schön, wenn wir uns das angucken könnten. Dann möchte ich vorschlagen, dass wir uns auch mit Intertextualität und Intermedialität beschäftigen. Intertextualität sehen wir im Video, aber auch in der Videobeschreibung. Zum Beispiel werden hier Studien verlinkt. Oder auch Stellungnahmen und wenn wir uns da anschauen würden, erstens, was sind das für Texte und was davon wird eigentlich wie übertragen und welche Funktionen erfüllen eigentlich diese intertextuellen Verweise. Aber in dem Video ist auch interessant, dass hier sowas auch eingeblendet wird. Da scrollt sich jemand durch eine Internetseite und malt hier mit Gelb einzelne Felder an und so wird also quasi das Surfen, das eigene Suchen nach Informationen in so eine Art Reenactment in das Video integriert und auch das sind natürlich interessante Formen von Intertextualität und vor allem auch Intermedialität. Dann möchte ich gerne zwei Themen vorschlagen, die sich mit den Kommentarbereichen beschäftigen, also mit den Publikumsreaktionen, einmal qualitativ und interaktionslinguistisch. Dass wir uns sowas angucken. Ne? Das ist hier ein Kommentar, worauf wir dann 98 Antworten auf diesen Kommentar bekommen haben. Und hier kommt tatsächlich so eine Art von Dialog zustande. Ne? Also hier, Tim Klinder war wohl die unnötigste Anschaffung des Jahres. Und dann kommt hier die Antwort, Rieke, ne? Also diese Anrede, Rieke, also eine Asiatin, erzählt mir und dann @BD, ich verstehe deinen Kommentar nicht. Und es wäre interessant, mal anzuschauen, was können wir überhaupt für Dialogsequenzen hier finden und worum geht es da jeweils, wie sind sie auf das Video bezogen und so weiter. Eine andere Gruppe könnte sich aber auch mit den Kommentaren korpuslinguistisch beschäftigen. Dazu habe ich ja schon das Tool Sketch Engine Ihnen einmal vorgeführt. Ich habe alle 49.000 Kommentare runtergeladen. Das ist 2 Millionen Wörter ungefähr. Das kann man dann nicht mehr lesen, aber dazu gibt es dann ja hier dieses schöne Tool. Hier mal nur so eine Konkordanzliste zum Wort Virus, aber man könnte sich eben auch N-Gramme, Keywords, Kollokationen und so weiter anschauen. Und dann wäre es noch möglich, dass wir uns mit Verschwörungsfantasien beschäftigen, die ja gerade in der Corona-Pandemie sehr in den Fokus gerückt sind und auch MyLab selber ist schon Gegenstand von solchen Verschwörungsfantasien geworden. Da gibt es hier ein Video von dem Verschwörungstheoretiker Oliver Janich, der hier meint, ein Pharma-Netzwerk rings um MyLab rekonstruieren zu können, wo sogar hier George Soros auftaucht, der immer in das Visier von antisemitischen Verschwörungstheorien gerät. Christian Drosten taucht auf und so weiter. Und es wäre interessant, sich das mal anzugucken, wie hier eigentlich argumentiert wird und was von dem, was wir aus der Verschwörungstheorieforschung kennen, wir auch in diesem Video sehen können. Das wären meine Themenvorschläge. Aber auch wenn Sie selber noch Ideen haben, bitte bringen Sie es ein. Die Projektarbeit stelle ich mir so vor. Sie lesen sich zunächst mal. Also Sie suchen sich ein Thema aus, lesen sich ein, ich gebe Ihnen dazu Literaturhinweise auf dem Arbeitsblatt und dann sollen Sie eine kleine empirische Analyse durchführen. Und die ausgewählte Ergebnisse Ihrer Analyse können Sie dann präsentieren in einem Format Ihrer Wahl. Am naheliegendsten wäre so eine Art Poster. Sie können das aber auch rein Webseitenbasiert machen mit einem Padlet,
Manche von Ihnen arbeiten vielleicht gerne mit einer Präsentation, das fände ich auch schön. Aber Sie können auch einen Audio-Podcast aufnehmen oder sogar ein Video, schalten sich in einer Videokonferenz zusammen und sprechen über, oder machen Sie, egal, ne? Seien Sie kreativ und nutzen Sie die ganzen technischen Möglichkeiten und die ganzen Möglichkeiten, die wir mit digitalen Formaten haben. Ich gebe Ihnen dann noch technischen Support, wenn Sie den brauchen. Ich möchte Sie bitten, möglichst zu verzichten auf reine Textformate. Sie könnten natürlich auch einfach Ihre Ergebnisse aufschreiben, aber es wäre doch schön, wenn wir vor allem solche multimodalen Formate nutzen würden. Ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Fragestellungen wirklich massiv eingrenzen und auch die Ergebnisse so eingrenzen, dass Sie, wenn Sie es müssten, in 10 Minuten Ihr ganzes Projekt vorstellen könnten. Inklusive, was ist unsere Fragestellung gewesen, wie sind wir vorgegangen und so, was haben wir rausgefunden? So ein paar schlaglichtartige Ergebnisse. Und dementsprechend werden Sie auch nicht alles präsentieren können, was Sie herausfinden, sondern greifen Sie sozusagen die Best-ofs aus, so ein paar schöne Ergebnisse, was Sie gefunden haben. Der Zeitplan, den stelle ich mir so vor, in der Sitzung heute sozusagen, sollen Sie zunächst mal die Themen auswählen. Das machen wir auch im Plenum, dass wir die Themen vergeben. Und dann können Sie in Ihren Gruppen schon mal erste Ideen sammeln, wofür Sie sich interessieren. Dann sollten Sie die Woche drauf das für die Datenauswertung nutzen. Und dann haben Sie noch eine ganze Sitzung, um gemeinsam Ihre Präsentation zu erstellen. Und wir wollen uns dann in der 4. Woche, also Sie stellen das dann zur Verfügung, wir gucken uns das alle an zur Vorbereitung und treffen uns dann in der 4. Woche, um die Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren, um die ganze Sache nochmal Revue passieren zu lassen. Es gibt dann auch noch ein Feedback meinerseits und wir können insgesamt uns austauschen über das, was wir so herausgefunden haben. Ich freue mich sehr drauf und wir sehen uns dann in der Videokonferenz zur Themenvergabe. Danke und tschüss.